Moin, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir zwei Pakete aus, wo heute mal keine Fahrzeuge drin sind, sondern Gleise. So, in diesem Paket sind derzeit oder müssten C-Gleise drin sein und Zubehör. Also Weichenzubehör. Leute, die sich das mal gemacht haben, wissen, glaube ich, was Weichenzubehör bedeutet. Einfach Decoder. Ja, hier sind ein paar unverpackte Gleisstücke. Ja. Warum die jetzt halt so da einfach drin liegen, keine Ahnung. Dann haben wir noch in diesem Paket zwei Entkuppler. Und am Ende des Videos werde ich euch sagen, weswegen wir die jetzt halt gekauft haben. Dann sehe ich hier schon mal zwei Linksweichen. Ach du Scheiße. Ich schau gerade raus und plötzlich tobt hier der heftigste Sturm ever. Also ich sehe 5 Rechtsweichen. Müssten eigentlich alle Rechtsweichen sein. So, dann mache ich mal hier hin. Ja. So. Dann noch hier zwei so welche Schienen. Und einmal das, was das A-2 bedeutet auf dieser Verpackung, habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Vielleicht etwas von den Weiterverkäufern. Okay, also, dann kommen wir zum zweiten Paket. So, da steht schon. Da sind auch nochmal C-Gleise drin. Ah. So, jetzt hat ganz komisch, diese Verpackung jetzt gerade aufzukriegen. So. Dann sind hier nochmal C-Gleise und Zubehör drin. Hier ist Gleise so verpackt, aber auch wieder so lose. Dann 20 Stück von diesen langen Teilen. Ja. Oh, die gehen ja hier gleich raus. Mal mit Vorsicht behandeln. So. Dann mal die. Und nochmal Weichenantrieb oder Decoder, das ist ein Weichenantrieb. 5 Stück. Nochmal so kurze gerade Gleise, die man als Verlängerung an Weichen dran machen kann, damit die große Weichen sind. So, das waren schon die beiden Pakete. Wofür
wir diese Gleise jetzt halt noch brauchen, eigentlich ist ja unsere Anlage schon fertig, würden jetzt viele sagen. Aber ja, auch was ihr hier gerade so als Video-Hintergrund seht, ist ja unser großer Lindauer Kopfbahnhof oder soll es auf jeden Fall irgendwann ein der Lindauer Kopfbahnhof werden. Den wollen wir ja nachbauen und ja, dafür, um den Bahnhof auf 7 Gleise wollen wir den jetzt machen, glaube ich, oder 6 Gleise wollen wir den jetzt halt ausbauen. Wir haben schon 4-gleisig, also kommen dann noch 2 und nee, 3 Gleise kommen noch dazu. 2 sind hier schon da vorne angefangen, die ihr da gerade nicht seht. Und 1 kommt noch komplett dazu. Ja, das war es dann schon mit unserer Planung. Ja, mehr gibt es da auch jetzt halt nicht zu sagen. Diese Gleise brauchen wir eben, weil wir nicht mehr genug haben für den großen Kopfbahnhof. Und ja, da wird es dann in den nächsten Wochen auch nochmal ein Umbauvideo geben, wie wir das bauen dann. Wir haben schon so ein bisschen so einen Plan, wie wir die Gleise da verlegen werden, aber es ist noch nicht. Ja, fest. Also dann noch einen schönen Tag und ciao, wir sehen uns im nächsten Video.